Leute, es ist soweit. Es ist einfach das beste Set im Jahr 2021 rausgekommen. Evolving Skies bzw. Drachenwandel. Und in diesem Video werden wir uns eine dieser beiden Boxen angucken. Und in dem nächsten Video gucken wir uns die nächste Box an. Und ich würde einfach mal sagen, da ich ein riesengroßer Filinara-Fan bin, fangen wir einfach mit dieser wunderbaren Box an. Ich mache die Box auf und werde euch gleichzeitig ein bisschen was zum aktuellen Stand im Shop zu der Bestellung sagen. Und zwar Drachenwandel konntet ihr bei uns im Shop vorbestellen. Und wir können euch mit guten Gewissens sagen, dass wir keine einzige Box stornieren mussten. Heißt also, wir konnten alle Boxen ausliefern und das ist doch mal eine richtig gute Nachricht. Ihr kennt die Top-Trainer-Boxen, es ist keine Elite-Trainer-Box, denn die sind auf Englisch. Wir haben die deutsche Box vor uns und ihr seht in dem Sammelheftchen natürlich immer alle Karten, die das Set beinhaltet. Und ich scroll mal direkt nach hinten zu dem mega fetten Secret Rare Hits. Und wir sind auf jeden Fall auf der Jagd nach den drei alternativen VMAX-Karten. Das ist das Nachtara, also Umbreon, Rayquaza, Duraludon, Felinara, Glaziola und Fulifurba. Das sind so die ultimativen Hits, die wir haben wollen. Natürlich gibt es auch sehr, sehr viele andere schöne Karten in dem Set, gar keine Frage. Die Full-Art-Karten sind unmenschlich schön, die Trainerkarten sind super und. Also, dieses Set ist definitiv der Knaller dieses Jahres und der Inhalt der Box ist ähnlich wie immer. Ich will nicht sagen gleich, denn wir haben ein paar Unterschiede. Wir haben 8 Booster, 2, 4, 6, 8, das ist also Standard. Wir haben ein Regelheftchen, wir haben Standard, wir haben die Marken, die Würfelchen, Sleeves und so weiter. Und die Sleeves sind diesmal tatsächlich ein bisschen cooler als sonst. Aber das kennt ihr alles und tatsächlich sind die meisten von euch aber heiß auf diese Booster. Und wir testen mal, ob die 50 bzw. 60 Euro, die diese Box mittlerweile kostet, ob wir auch einen kleinen Gegenwert rausziehen. Und ich habe bisher Glück gehabt mit Drachenwandel. Und wir gucken mal, ob wir heute wieder Glück haben. Sleeves liegen auf jeden Fall bereit. Also wenn wir den krassen Knaller hier ziehen, dann haben wir auf jeden Fall direkt Sleeves da und können das Ganze einpacken. Wir haben Lilminip, Frigometri, Sorura, Lanturn und wir starten... wir starten mit unserem ersten Pack Sturmgebirge in Gold. Also richtig krass und ihr seht es hoffentlich, diese Kratzer hier, also beziehungsweise diese Bruchsteine, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, auch in Gold, sieht richtig unmenschlich aus. Und ich muss jetzt sehr, sehr lachen, dass wir einfach die erste Karte in dieser Top-Trainer-Box schon eine goldene ist. Also es kann eigentlich nur noch besser werden. Heißt also, wir haben definitiv eine gute Box erwischt, denn eine goldene Karte in einer TTB ist nicht Standard. Aber wir sind natürlich auf der Jagd nach den wunderschönen Evoli-Karten. Pikachu ist auch in diesem Artwork in dieser Box drin, beziehungsweise in diesem Set. Und wir machen direkt weiter mit dem nächsten Hit. Psyana, sehr, sehr stark. Also der nächste Hit. Wunderschönes Artwork, haben wir auf Japanisch schon ein paar Mal gesehen. Ist in dem Set Eevee Heroes und auf Deutsch ist das natürlich eine richtig schöne Karte. Centering ein bisschen daneben, aber ganz ehrlich, ist egal. Das ist egal, ist nicht so wichtig. Hauptsache die Druckqualität, kein Silvering etc. Wobei ich sagen muss, dass das Centering natürlich auch wichtig ist, aber ich denke mal, das wird auch gut sein, generell. Okay, wir haben Emilias Entschluss. Also, ich will nichts sagen, aber ich glaube, wir haben einfach eine Cynic-Box wieder entdeckt. Ne? Das heißt, jeder Booster ein Knaller. Junge, Junge, Junge. Ich glaube, wir werden den Titel dieses Videos irgendwas mit die beste Box auf YouTube nennen müssen. Denn aktuell ist es einfach ein Monster. Und wir gucken mal, ob das irgendwie eine Error-Box ist, die nur Hits hat. Kann ja natürlich sein, ne? Weil ich habe hier schon wieder ein gutes Gefühl. Wir haben wohin genau? Kissling. Boah. Auch nicht. Aroma Lady und? Oh, nur ein Drapfel in Anführungsstrichen.
Okay, ich hoffe, ihr habt es gesehen. Bei den Drachenkarten gibt es hier mittlerweile dieses Drachensymbol und hier oben diesen Kratzer. Finde ich, haben sie ziemlich cool gemacht. Sieht sehr, sehr stark aus. Gefällt mir echt gut, muss ich sagen. Also die Pokémon Company lässt sich aktuell sehr viel Unterschiedliches einfallen, was ich sehr, sehr gut finde. Wir haben Flotte, Gummihandschuhe, Flabib, Traumato. Dann haben wir nochmal Geronimatz, das wunderbare Enton, Zoroa, Emilias Entschluss und ein Zorak als Holo-Karte. Okay, stark. Also auch in die Rubrik Holos bzw. Hits. Oh, der nächste Booster ist schon wieder vielversprechend. Die Codes sind natürlich für euch. Kartentrick wie immer. Und es geht weiter. Wenn ihr übrigens Bock auf dieses Set habt und richtig Bock auf 1000 Booster davon habt, dann checkt mal da oben die Infobox, denn da werdet ihr auf jeden Fall richtig viele Packs sehen. Wenn ihr also Bock habt, seid dabei, guckt euch das Video an. Wir haben Fiaro. Die letzten zwei Booster, aber ganz ehrlich, ich denke mal, wir können uns nicht beschweren, denn wir haben auf jeden Fall den Boxwert aktuell raus. Ihr wisst ja, die Karten sind zum Release immer sehr, sehr teuer. Der Preis droppt dann relativ schnell, wenn ganz viele Menschen dieses Set aufmachen. Und wir haben ja Gott sei Dank diesmal mal ein bisschen mehr geliefert bekommen als sonst. Und Dressler. Okay, meine Lieben, Cinex und Pokéfreunde. Letzter Booster, Last Pack Magic. Oder ist es das schon gewesen? Vier nach hinten und los geht's. Wir fangen an mit Wasserenergie. Tentoxa, Hippoterus, Emilias Entschluss bzw. Emilias Entschluss haben wir jetzt häufiger gezogen. Bummels, Sarmurzel, Liebeskuss, Aroma Lady und Tengolist im letzten Booster. Also ganz ehrlich, Bombenbox. Wir haben Zorak Holo, wir haben Full Art Emilias Entschluss, Psyana V und Sturmgebirge. Mega, mega stark. Wenn ihr, also ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Wenn ihr wissen wollt, was in dieser Box ist, dann abonniert den Kanal, aktiviert unbedingt die Glocke und verpasst nicht, wenn wir das zweite Opening von dieser wunderbaren Reihe hochladen. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und bleibt gesund. Und ich sage wie immer, ciao, ciao.